Der hat bestimmt Nahrung, denke ich mal. Und Wasser natürlich. Ja, komm. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Ein paar Informationen, Digga. Gib mir einen Rum, einen Cock, bitte. Wie wär's mit einem Schnaps? Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Was fragst du mich dann, Idiot? Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Ein Grog bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Ein Bier. Was ist denn so los hier? Hier tanzt der Bär. Klar. Siehst du das nicht? Voll die dicke Party, ne? Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Nö. Hast du was gesagt? Chill mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bloody Mary und Proviant. Naja, so wirklich, weitergebracht hat uns das jetzt auch nicht. Pirat. Ja, Harry. Groß ist die Macht des Meeres. Na, gerade von der ersten Kaperfahrt gekommen oder hast du noch gar keine gemacht? Ist dir langweilig oder warum stellst du so blöde Fragen? Ich meine ja nur, ich habe nämlich noch keine Geschichten von dir gehört. Mein Captain war nämlich schon auf vielen glorreichen Kaperfahrten. Und das, obwohl er noch so jung ist. Er ist gerissen und klug und für uns fällt auch mal was ab. Du redest von Captain Slane? Natürlich. Von wem sonst? Captain Slane ist der schlauste aller Kapitäne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Dann werden wir Reichtümer anhäufen und uns jeder einen Namen machen. So. Warum hat dich Crew aufgenommen? Warum hat dich Slane in seiner Crew aufgenommen? Ich war früher einer der besten. Es ist mir gelungen, einem Händler einen besonderen Edelstein zu stehlen. Slane wollte ihn haben und wir haben dann einen Deal gemacht. Du hast ihm den Stein gegeben und dafür darfst du für ihn arbeiten? So ist es. Hört sich nach einem guten Deal an. Nicht wahr? Was ist denn das Wertvollste, das Slane je erbeutet hat? Das weißt du nicht? Den Blutopferdolch. Natürlich. Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Und wo befindet sich der Dolch jetzt? Er hat ihn natürlich versteckt. Aber wo, sage ich dir nicht? Ich bin ja nicht blöd. Hast du den Dolch schon mal gesehen? Was spielt das für eine Rolle? Du stellst mir zu viele Fragen. Stell dich bei Alvarez an, wenn du den Dolch siehst. Okay. Das brauchen wir eigentlich nicht zu fragen, den Questdialog, weil wir wissen das hier schon. Ja, groß ist die Macht des Meeres. Kistenschlepper, Pirat. Morgen. Die Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. So, jetzt haben wir die Information, die wir haben wollten, haben wir immer noch nicht bekommen. Das bedeutet, wir müssen weiter fragen. Da hinten gammelt noch jemand rum. Ach übrigens, mittlerweile zocke ich auch LOL, wer da mal Lust hat, mit mir und anderen zusammen zu zocken, mal so eine Runde und vielleicht auch bei Skype da ein bisschen zu labern dann dabei, der kann sich gerne mal in den Kommentaren dann melden oder so. Oder mich einfach mal in LOL adden. Und da lässt sich da bestimmt was machen. Das werde ich nämlich jetzt gleich tun, erstmal nur eine LOL zocken gehen.
Dann geht's später weiter mit Rissen. Wen haben wir denn hier? Einfach nur ein Pirat. Und dann dachte, den könnte man anlabern. Ja, den Namen, aber nein. Oh, das sieht nach Voodoo aus. Ist aber keiner. Hm. Hier oben war der Typ mit den Kanonen. Ich glaube, den labern wir nochmal an. Oder wir gehen direkt zu dem Admiral. Da war doch was. Verschwinde endlich und lass mich meine Arbeit machen. Mich wirst du so schnell nicht wieder los. Ich gehe hier nicht eher weg, bis du mir deine Kanonen verkaufst. Es gibt nichts, was ich von dir haben können wollte. Also, wenn du mir nichts anzubieten hast, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Okay, der will was haben für die Kanonen. Ist ja logisch, aber was? Sehr gute Frage. Ein Goldklärchen. Ah, hier sieht es nach Pistolen aus. Büchsen machen. Was sind denn das für Schießpulver? Benim die Joposchur, Digga. Mon Capitaine. Willkommen in Antigua. Darf ich euch einladen zu begutachten meine exquisiten Schusswaffen? Ich bin sicher, ihr werdet zufrieden sein. Aber nicht. Gerne. Was hast du im Angebot? Ich habe ein ungemein reichhaltiges Repertoire, das ich auch trotz des Handelsverbots anbieten kann. Oder ich kann meine Kunst des Pistolenbaus an euch weitergeben, wenn ihr genug Gold habt. Hast du viele Kunden, Waren verkaufen, kannst du was beibringen. Na, lassen wir es mal, wenn man uns erst eine neue Flinte beholt. Hallo, wir stehen hier vorne. Mal gleich mal abchecken hier. Craze, hallo. Auch vor mir Craze ansprechen, mache ich erstmal einen Break. Und wie schon gesagt, ich gehe jetzt erstmal nur eine LOL zocken und wer da mal Lust drauf hat, Multiplayer Battle zu machen, der kann sich gerne mal melden. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.